shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen übertrieben krassen Solo Unlimited Money Glitch, und zwar wo ihr wirklich alle eure Fahrzeuge duplizieren könnt und danach anschließend verkaufen könnt. Also wirklich mega geil dieser Money Glitch, er funktioniert komplett solo, ihr braucht keinen Freund, ihr braucht einfach nur ein Clubhaus. Darin muss ein einziges Motorrad drin stehen und schon kann es eigentlich losgehen. Ihr könnt das wirklich mit allen Fahrzeugen machen, bloß wir würden es euch empfehlen, das Ganze mit Lowridern zu machen, weil ihr das danach anschließend verkaufen könnt, weil wenn ihr das Ganze mit T20 oder Centauro sowas macht, dann tut ihr es zwar duplizieren, aber ihr könnt die Kopien dann anschließend nicht verkaufen. Und der Founder von dem Glitch ist Lurchen Nummer 1 und ich, also wir beide haben den komplett alleine gefunden, was richtig geil ist, weil er einfach solo ist und ihr das auch mit Fahrzeugen machen könnt. Und der Link zu Lurchen Nummer 1 ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Richtig geiles Ding auf jeden Fall. Und mich würde es übelst freuen, weil wir eigentlich den ganzen Tag heute dran saßen für diesen Money Glitch für euch, wenn dieses Video mal so übertrieben viele Likes von euch bekommen würde. Deswegen haut's mal so richtig auf den Like-Button. Keine Ahnung, so 16 Likes oder so wären richtig geil auf jeden Fall für diesen Solo-Money-Glitch, den wir selber rausgefunden haben. So, ich zeige euch jetzt das Ganze, wie das funktioniert. Und wie gesagt, ihr braucht einfach nur ein Clubhaus, ein Motorrad und irgendein Fahrzeug, das ihr duplizieren möchtet. Ich rufe jetzt ganz kurz den Mechaniker an, um euch zu zeigen. Ich habe das Ganze mit dem Alta-Apartment gemacht und ihr seht, ein Sultana S und da unten auch nochmal zwei. Und die Garage, die mache ich euch jetzt mal voll, damit ihr das seht, wie super einfach das Ganze funktioniert. Und zwar, ihr fährt das mit eurem Auto, das ihr duplizieren möchtet, einfach mal an euer eigenes Clubhaus hin. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ihr in einer Motorbike-Gesellschaft seid oder so, ist scheißegal. Auf jeden Fall, ihr fährt mit irgendeinem Auto vor das Clubhaus und das Auto bleibt draußen stehen. In dem Clubhaus muss natürlich mindestens ein Motorrad sein. Auf welchem Stellplatz, völlig scheißegal. Also ihr könnt es wirklich mit jedem Motorrad auf jedem Stellplatz machen. Und jetzt müsst ihr einfach nur auf irgendeinen dieser Motorräder, wo da drin ist, aufsteigen und irgendwas ändern. Ich würde euch empfehlen, einfach mal den Scheinwerfer für 1.500 € zu ändern, Dollar zu ändern, falls dieses Motorrad kein Nummernschild hat. Aber ihr könnt auch die Lackierung nehmen, irgendwas, es spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ihr dann irgendwas geändert habt an dem Motorrad, müsst ihr einfach nur wieder aus eurem Clubhaus rauslaufen und in euer Auto einsteigen. Dann habt ihr jetzt nur die Möglichkeit, dieses Auto dann direkt zu verkaufen, weil das Lustige daran ist, das war's eigentlich schon mit dem Glitch. Sobald ihr irgendwas an eurem Motorrad in eurem Clubhaus ändert und euer persönliches Fahrzeug, das ihr duplizieren möchtet, außerhalb von diesem Clubhaus steht, habt ihr es in dem Moment, wo ihr was ändert am Motorrad, schon ein einziges Mal dupliziert. Und ihr könnt jetzt direkt nach Los Santos Customs fahren und duplizieren, nicht duplizieren, verkaufen. Oder wenn ihr es in eure Garage reinmachen möchtet, dann ändert irgendwas an eurem Auto. Also ihr könnt einfach mal das Nummernschild ändern oder die Lackierung oder irgendwas. Und in dem Moment, wo ihr was an dem Auto ändert, habt ihr es zweimal und könnt es somit auch in die Garage reinfahren, also in euer Apartment. Und ja, wie gesagt, ich zeige es euch jetzt gerade mal. Ich fahre jetzt mal zu Bennys Garage. Und dort ist es noch ganz, ganz wichtig, ihr dürft jetzt, so wie es jetzt ist, nicht in eure persönliche Garage reinfahren, weil sonst ist der Glitch nämlich kaputt und ihr müsst von vorne anfangen. So, und jetzt ändere ich einfach mal nur das Nummernschild. Bei Bams, such mir da unten günstiges raus, $600, das wird ja wohl noch zu bezahlen sein. Jetzt gehe ich raus aus Bennys Garage und ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich nur 3 Karin Sultana S in meiner Garage habe. Und wenn ich jetzt aber den Mechaniker anrufe, zeige ich euch das jetzt gerade mal. Und zwar auf das Alter. Und wie ihr seht, die 3 Sultans sind immer noch da. Und dort unten ist ein weiterer hinzugekommen. Super geil, der Glitch auf jeden Fall. Und theoretisch, wenn ihr jetzt einfach eure Garagen voll machen wollt, also ihr könnt es jetzt auch ganz kurz verkaufen oder ganz schnell verkaufen. Ich zeige euch jetzt gerade mal den Preis. Nicht wie bei dem einen Video, wo es nur 75.000 war, weil ich das Auto nicht aufgetunt habe. Das könnt ihr natürlich mit jedem Lowrider machen. Und da schwankt halt der Preis zwischen 600 und 800.000 Dollar. Und auch wenn ihr jetzt kein Fahrzeug habt, das wirklich voll aufgetunt ist, dann macht es einfach 2-3 Mal. Dann kauft euch irgendein krasses Fahrzeug, tunt es voll auf und verkauft es dann für 600.000 bis 800.000 Dollar. Wenn ihr dann das Auto nicht verkauft habt, sondern einfach nur ein Nummernschild oder sowas geändert habt, dann speichert das ja in eurer Garage, in eurer persönlichen Garage. Also wenn ihr dann Bennys Garage verlässt, fährt ihr einfach wieder in euer Clubhaus von der Rocker-Gang oder Biker-Gang, geht da wieder rein, steigt auf irgendein anderes Motorrad oder auf dasselbe, spielt überhaupt keine Rolle, fährt dann wieder in die Werkstatt rein, ändert irgendwas, Nummernschild, Lackierung, Scheinwerfer, scheißegal was ihr ändert, ihr müsst nur irgendwas wieder ändern. Geht danach wieder aus dem Clubhaus raus, entweder verkauft ihr dann den Sultan RS oder das andere Fahrzeug
Oder ihr macht wieder ein Nummernschild drauf und dann habt ihr einfach ein weiteres dupliziertes Auto in eurer Garage. Und das könnt ihr so lange machen, bis eure Garage komplett voll ist. Und dann würde ich euch aber empfehlen, weil danach werden die Autos nicht weiter gespeichert, da würde ich euch empfehlen, sobald die Garage voll ist, dass ihr dann anfängt, die ganzen Autos zu verkaufen. Die haben natürlich Bypass, ihr müsst keine 45 Minuten warten und den ganzen Klitsch dann wieder zu wiederholen. Ich habe das auch mit dem RE7B gemacht und der hat halt einen Wert von 235.000. Das macht natürlich nicht viel Sinn, das Auto zu duplizieren. Und in dem Moment, wo ihr halt dann euer Nummernschild oder irgendwas, ja, beim RE7B hat kein Nummernschild, aber wenn ihr dann halt irgendwas ändert, dann könnt ihr das Auto leider nicht mehr verkaufen, weil es einen Verkaufswert von über 50.000 hat. Deswegen macht das Ganze mit Lowridern. Hat bei uns super geklappt und richtig geil. Also einfacher geht's wirklich nicht. Also haut mir mal richtig auf den Like-Button für diesen übertrieben einfachen Glitch. Und dann würde ich einfach mal sagen, schaut bei Löchen Nummer 1 vorbei. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Er ist der Founder, ich bin der Founder. Lasst mir ein Abo da, haut mal so richtig auf den Like-Button. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.